Dunkle Wolken über dem Weserstadion taugen nicht mehr als Symbol. Vor dem letzten Spiel, dem Saisonfinale bei Borussia Dortmund, stehen die Bremer auf Platz 8 mit Chancen auf den Europapokal. Das war vor Monaten noch ganz anders und klang damals so. Wir haben Ziel nach wie vor, nicht absteigen, fertig. Cheftrainer Viktor Skripnik kann nun eigentlich ganz entspannt ins letzte Spiel gehen, aber auch er ist erfolgshungrig. Platz 7 erobern, auswärts in Dortmund, das wünschen sich auch die Fans. 16. Spieltag, wir waren Letzte, Tabellenletzte. Und das kommt genauso, dieser Knackpunkt Dortmund und jetzt genauso diese 17 Spiele. Wir stehen auf Platz 9 oder 8 und wir alle noch auf Europa, alle sein Finale. Und das ist schon Wahnsinn. Denn das hätte bei Werder nach dem miesen Saisonstart niemand gedacht. Franco Di Santo hat seinen Teil zum Aufschwung beigetragen. 13 Tore stehen auf seinem Arbeitsnachweis. Werders Topwert. Doch, ob er bleibt nach der Saison, ist unsicher. Entscheiden will er sich erst nach dem letzten Spiel. Für den Verein wäre ein Verbleib des argentinischen Stürmers extrem wichtig und auch ein Signal für andere Spieler, die kommen oder bleiben sollen. Einer, der geht, ist Sebastian Prödel. Der österreichische Abwehrchef verlängert seinen Vertrag nicht. Nach 7 Jahren Werder ist er im Sommer weg. Nur ein halbes Jahr war Kuhn Castells in Bremen, ausgeliehen von Wolfsburg. Auch er verlässt Werder wieder. Über die sonstige Kaderplanung für die neue Saison aber wollen sie in Bremen noch nicht reden. Nein, wir haben jetzt erst nochmal ein Spiel und da versuchen wir Bestmögliches zu erzielen. Und dann haben wir genug Zeit und ihr werdet mir auch genug Fragen nach dem Spiel stellen, je nachdem, wo wir gelandet sind. Die Ausgangslage ist klar. Sieg in Dortmund und Werder belegt Platz 7, der für die Europa League reicht, wenn Wolfsburg den Pokal gewinnt. Bei einer Niederlage kann Werder noch von Hoffenheim, Mainz und Frankfurt überholt werden, alle mit besserem Torverhältnis. Von Rang 7 bis 11 ist also alles möglich. Aber erstmal sind für jeden noch bis zu 3 Punkte zu vergeben. Und das wird für Werder schwer genug, aber auch eine reizvolle Aufgabe. Dortmund ist Dortmund und er ist echt unsere Spitzenmannschaft in Deutschland ist und die einzige Spieler, das ist Wahnsinn, was die können schon und die haben schon Beweisen, wie wir das gut können, die Fußball spielen und deswegen für uns wird noch interessanter, noch besser, wenn wir diese Mannschaft können, wir zwingen und zum für uns entschieden dieses Spiel. Wenn das am Samstagnachmittag gelingen soll, müssen im Signal Iduna Park solche Bälle rein, nicht drüber. Dann klappt's vielleicht im Finale um Europa.